minutiös, ohne Computer, nur mit Können und Verstand berechnet. Vor über 100 Jahren war es also ganz einfach. Ja, und dann ging das alles seinen Gang damals. Das Kulturhaus Peter Edel. Lange Zeit war es ein Mahnmal des Verfalls in Weißensee. Das einzig Lebendige daran waren die Erinnerungen derer, die das Haus noch aus DDR-Zeiten kannten. Der trostlose Anblick täuschte geschickt über die bewegte Geschichte hinweg, die das Gebäude in den vergangenen 130 Jahren durchlebte. Nur wenige wissen, dass das Bauwerk einst ein bedeutender Schauplatz der Berliner Stadtgeschichte gewesen ist. Und dass der Grundstein des Kulturhauses an einem ziemlich außergewöhnlichen Ort liegt, in einem Krug Bier. Um das Jahr 1900 herum galt Berlin als Hotspot der Bierproduktion in Europa. Es gab etwa 130 Brauereien mit fast doppelt so vielen Standorten. Einer dieser Standorte fand sich in der Restauration eines gewissen Rudolf Sterneckers in Berlin-Weißensee. Sternecker war ein Mensch mit großen unternehmerischen Ambitionen. Im Jahr 1883 vermeldete das Niederbarnimer Kreisblatt, dass das Schloss Weißensee, damals bekannt für Pferdemärkte und florierenden Handel, in das Eigentum Sterneckers übergegangen war. Seine Pläne? Nichts Geringeres als den Aufbau eines Weltetablissements Schloss Weißensee. Diese fantasievolle Illustration der Brauerei Sternecker mitsamt Vergnügungspark ist nicht ganz stimmig. Proportionen und Lage der Baulichkeiten sind etwas abseits der Realität. Vom übergroßen Weißensee gar nicht zu reden. Unser Interesse gilt dem zweistöckigen Haus unten rechts. Sternecker stellte am 23. März 1887 den Antrag auf den Bau eines Restaurationsgebäudes neben seiner Brauerei. Amtsvorsteher Heinrich Feldmann, manche kennen vielleicht die nach ihm benannte Straße in Weißensee, unterschrieb den Antrag. 1892 ging die Brauereiliegenschaft an der damaligen Königschaussee Nummer 5 in den Besitz des Brauers Gustav Enders über. Sternecker hatte sich finanziell übernommen. Als später ein Konkursverfahren gegen ihn eröffnet wurde, verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Auf Gustav Enders gehen die großen Erweiterungen am Gebäudekomplex zurück. Im Jahr 1902 reichte Enders einen Bauantrag bei dem immer noch amtierenden Heinrich Feldmann für den großen Saal ein. Den Bauschein erhielt er am 16. April 1902 und am 22. Oktober beantragte er bereits die Gebrauchsabnahme. Wie das zu schaffen war? Die Antwort ist einfach. Von einem 8-Stunden-Tag konnten die Menschen damals nur träumen. Der kleine Saal als Verbinder zwischen Restauration und Festsaal folgte 1908. Eigentlich sollte der Bau schon 2 Jahre früher beginnen. Ein Maurerstreik kam jedoch dazwischen. Die Säle bergen ein kleines Mysterium, ihren Architekten Max Bing. Seine Konstruktionen, Berechnungen und handschriftlichen Bemerkungen sind Zeugnis seines außerordentlichen Könnens. Der königliche Kommerzienrat und Fabrikbesitzer Theodor Hildebrandt, Begründer des späteren Imperiums des Berliner Schokolatiers, gehörte zu seinen Auftraggebern. Viele Zeugnisse über sein Leben und seinen Werdegang gibt es jedoch nicht. Vieles ist im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen oder zerstört worden. Die Säle in Weißensee erinnern jedoch bis heute an sein Werk. Besonders nennenswert ist die Dachkonstruktion des großen Saals. Von Max Bing handschriftlich festgehalten, blieb diese Konstruktion bis in die heutige Zeit stabil. Am 4. Januar 1905 meldete das Niederbarnimer Kreisblatt die Vereinigung von Weißensee und Neu-Weißensee. Ortsvorsteher Heinrich Feldmann, Sie erinnern sich an den Namen, hatte diesen Tag lange angestrebt. Die endlich genehmigte Fusion wurde in Enders Festsälen feierlich begangen. 1920 ging Weißensee dann mit den umliegenden Landgemeinden per Gesetz in den 18. Verwaltungsbezirk in Groß-Berlin über. In Weißensee endete der Braubetrieb 1921. Das Schloss Weißensee ist im Jahr 1919 abgebrannt und existiert heute nicht mehr. Die Restauration und Säle haben jedoch die Zeit überdauert. Nach 1945 wurden sie zeitweilig durch die sowjetische Rote Armee genutzt, dann zum kommunalen Volkshaus und später zum Kulturhaus. Im Laufe der Zeit folgten neue Erweiterungen und Umbauten, wie die Akten aus dem Archiv in der Liebermannstraße 77 in Berlin-Pankow belegten.
Am 22. Oktober 1984 erhielt das Haus den Namen des jüdischen Grafikers und Schriftstellers Peter Edel und wurde ein attraktiver Treff, vor allem für die Weißenseer Nachbarschaft. Peter Edel war durch den verfilmten Roman Die Bilder des Zeugen Schattmann und die zweibändige Autobiografie Wenn es ans Leben geht als Schriftsteller international bekannt geworden. 1943 wurde er verhaftet. Es folgte die Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern Auschwitz, Sachsenhausen, Mauthausen und Ebensee. Sein Beruf als Künstler und Gebrauchsgrafiker hatte ihn im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vor dem Tod in der Gaskammer gerettet. Im KZ Sachsenhausen musste er im berüchtigten Fälscherkommando des SS-Sturmbahnführers Bernhard Krüger im Block 19 arbeiten. Ende Februar 1945 folgte die Verlegung nach Österreich, nach Mauthausen und Ebensee. Am 6. Mai 1945 wurden Edel und seine Mithäftlinge durch Soldaten der US-Armee befreit. Nach Akten des Ministeriums für Staatssicherheit soll er 1978, 5 Jahre vor seinem Tod, einer informellen Zusammenarbeit zugestimmt haben und per Handschlag verpflichtet worden sein. Zuvor stand er selbst unter Beobachtung. Die Geschäftsführung des Kommunalen Bildungswerks e.V. erhielt beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Einsicht in die Akten über Peter Edel. Es wurde keine Aufzeichnung oder ein Bericht gefunden, den Edel selbst verfasst oder abgezeichnet hat. Im Jahr 1990, nach der Wende, folgten Provisorien und Unsicherheiten für das Kulturhaus Peter Edel. Hochfliegende Pläne vermeintlicher Interessenten gab es viele. Jedoch stand eine kostenintensive Sanierung unter denkmalpflegerischen Auflagen an, die sich dann doch niemand leisten konnte oder wollte. Wir sind hier in einem historischen Raum des Peter Edel im ehemaligen Hexenkessel. Der Hexenkessel war früher ganz anders gewesen. Das war früher das Restaurant. Nachdem das Haus 2007 geschlossen wurde, waren trotzdem hier in diesem Teil des Hauses noch ein Künstler. Paul Wutz. Cecil Luther war die zweite, die hier beteiligt war. Paul Wutz wollte diesen Raum bekannt machen, indem er 1 Million Stühle an die Wand malen wollte. Bis 2009 hatte er 250.000 Stühle geschafft. Und seine Mitkünstlerin Luther hat dann die erotischen Teile auf diese Stühle gemalt. Wir selbst als Kommunales Bildungswerk haben uns bemüht, einen Teil wenigstens dieser Malerei zu sichern. Die wollen wir dann später, wenn das Haus fertig ist, mit einbauen in das Foyer. 2009 gingen die Lichter aus. Es folgten Jahre des Leerstandes und des Verfalls. Nach Verhandlungen im Jahr 2016 übernahmen wir als Kommunales Bildungswerk e.V. den Gebäudekomplex mit dem Ziel, eine Bildungs- und Kulturstätte in Weißensee zu etablieren. Am 11. Dezember 2019 wurde der Grundstein für den Neubau gelegt, welcher künftig neben den Büroräumen des Vereins auch weitere Räume für den Bildungsbetrieb beherbergen wird. Ich wünsche mir ganz sehr, dass wir in den nächsten Jahren das Peter Edel wieder zu dem Haus machen, das es mal gewesen ist. Dass es anknüpft an das Volkshaus, dass es anknüpft an das ehemalige Peter Edel. Ich wünsche mir, dass es nicht nur ein reines Bildungshaus ist, sondern dass es ein Haus auch der Kultur und der Bevölkerung wird. Ich wünsche mir auch, dass es ausstrahlt auf die Berliner Allee, dass sich dort auch Projekte ansiedeln, dass sich schöne Läden auch hier ansiedeln, dass also richtig eine schöne Gegend wird. Und ich wünsche mir ganz sehr, dass wenn man in 20, 30, 40 oder 50 Jahren zurückblickt, dass man sagt, Mensch, die haben damals eine gute Idee gehabt, haben das Risiko auch gehandelt, dieses Haus zu entwickeln. Und es war alles gut, was sie damals gemacht haben. Seit Mai
2020 ist das Haus wieder geöffnet. Im Herbst wird dann auch der Kulturbetrieb aufgenommen. 130 Jahre Geschichte. Und so vieles, das man erzählen kann. Restauration, Kulturstätte, Denkmal. All das wird jetzt im restaurierten Bildungs- und Kulturzentrum vereint. Wann dürfen wir Sie begrüßen? Weitere Informationen finden Sie unter www.peteredel.de. Folgen Sie uns auch gerne in den sozialen Netzwerken. Dort teilen wir regelmäßig Bilder und Berichte aus unserem Haus und freuen uns auf Ihre Kommentare.